Ja, ihr Lieben, mit kleiner Verspätung sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Schön, dass ihr gewartet habt. Wir haben eine freie Themennacht, wie immer mittwochs. Und das heißt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt ganz einfach domian@wdr.de. Meine erste Anruferin, das ist die Monika. Und Monika ist 50 Jahre alt. Hallo Monika. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir, Monika? Ja, also ich habe zwei Ehen hinter mir und eine sehr lange Gewaltbeziehung anschließend, die zum Glück letztes Jahr, Mitte letzten Jahres beendet worden ist. Zwei Ehen und eine Gewaltbeziehung? Ja, und wollte eigentlich gar keinen Mann mehr haben. Mhm. Hab dann Ende letzten Jahres einen sehr netten Mann kennengelernt, was so ganz, ganz zaghaft angefangen hat und sich jetzt zu einer sehr großen Liebe entwickelt hat. Mhm. Dieser Mann hat vor mir eine Frau gehabt, die nur Analsex gemacht hat mit ihm, angeblich aus Verhütungsgründen. Mhm. Und ja, wir haben mal so drüber gesprochen, was wir uns wünschen, was wir absolut ablehnen. Und da war bei mir halt eben Gewalt und Analsex. Mhm. Hast du Erfahrung schon? Aus meiner ersten Ehe, ja. Also ich fand es nicht gut, habe aber auch sehr, sag ich mal, so traumatische Erinnerungen aus der Kindheit. Ich sag mal... Aus der Kindheit? Ja, mit meinen Geschwistern, wenn wir irgendwie, was weiß ich, Verstopfung hatten oder so, dann kriegten wir sofort eine Klistiere und Vater und Mutter hielten uns fest und... Hm. Das war also irgendwie so, ich fand das schrecklich und diese Bilder, die haben mich immer irgendwie verfolgt. Ja. Und also Klistier heißt so eine Art Einlauf, oder? Ja, genau. Ja. Ja. Echt so? Sind die Eltern, nur wenn die Kinder mal eine Verstopfung hatten, ja, gab es gleich einen Einlauf? Ja, und ich habe das also ganz schrecklich gefunden, weil Vater und Mutter einen dann festhielten und kriegten dann diesen Einlauf und ja, ich weiß nicht. Ist das denn, Entschuldigung, ich finde das ungewöhnlich, das zu hören, dass man als Kind... so das bekommt, es sei denn, man ist wirklich sehr, sehr krank oder man muss zu einer Operation oder so, dass es öfter passiert, dass die Eltern euch einen oder dir einen Einlauf verpasst haben? Mir und, ja, und meinen Geschwistern. Warum? Ja, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, also ich habe selbst zwei Kinder und habe das also noch nie gemacht, aber... Und in welchem Alter hat das stattgefunden? Von wann fing das ja, an? Ja, also war ich noch sehr klein. Ich glaube, da konnte ich gerade bei der Tischkante gucken, ja. Ich weiß es nicht genau. Und bist du... Und bist ja, und ich meine jetzt mit diesem Mann, also wie gesagt, ich habe zwei Ehen hinter mir und ich habe schon allerhand erlebt und bin eigentlich für alles offen, aber bei dieser Sache, da ist, weiß ich nicht, da ist bei mir eine Blockade und ja, ich hatte es ihm auch sofort gesagt. Mhm. Nur wenn... Und wie wichtig ist denn für ihn diese Form der sexuellen Praktik? Er hat zu mir gesagt, dass er es bei dieser Frau zunächst, die er nur ein Dreivierteljahr hatte, sehr merkwürdig gefunden hat, aber er es von Zeit zu Zeit sehr genossen hat. Mhm. Und so, hast du ihm denn jetzt gesagt, dass es nicht dein Ding ist? Ja, aber nicht warum. Also ich habe ihm nur gesagt, dass ich das und eben Gewalt ablehne. Ja. Wir sind also sehr fantasievoll. Das wird auch jedes Mal schöner. Also es ist unglaublich. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass ich überhaupt noch mal so eine tolle Beziehung kriegen würde. Er ist auch. Hast du denn den Eindruck, dass er dich diesbezüglich so ein bisschen, vielleicht sogar mit seiner Erwartungshaltung unter Druck setzt? Nein, gar nicht. Also nur wenn wir was getrunken haben, dann versucht er es manchmal. Und aber da erkenne ich irgendwo diesen Wunsch, der noch in ihm ist. Und ich weiß dann auch manchmal gar nicht, ob er mit mir oder mit ihr oder ich weiß nicht so genau. Also jedenfalls. Aber wo liegt das Problem dann da, Monika, wenn das für ihn nicht so der Inbegriff der Sexualität ist? Das weiß ich eben nicht, weil er es immer wieder versucht. Und also wir halten mal fest, du möchtest das nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Ich finde, dass du das gar nicht großartig begründen musst, wenn du da keine Lust drauf hast. Es ist intolerant. Ach Quatsch. Das ist nicht intolerant. Wenn du auf diese Art der Sexualität keine Lust hast, ist das, man muss doch nicht Toleranz bis zum geht nicht mehr treiben. Dann ist es so. Punkt. Das muss man doch nicht begründen. Da hast du keine Lust drauf. Ich möchte diesen Mann gern behalten. Ja, ich aber möchte ihn rundum glücklich machen und ich. Ja, aber nicht indem du dich unglücklich machst.
indem ich mich unglücklich mache. Ja, genau. Das, aber das vielleicht ist es eben diese, was weiß ich, Neurose oder wie auch immer, wie man sowas nennt, oder Angstzustände aus der Kindheit. Vielleicht ist das einfach etwas, was ich intoleranterweise nicht zulasse oder wo ich mir vielleicht selber schade mit, dass ich es nicht zulasse und diese Beziehung gefährde, weil das werde ich ihm dann nie geben können. Ihr habt es noch kein Mal versucht. Fast einmal, aber das Problem ist auch, ich habe eine Latexallergie und ich mache sehr gerne Oralsex, mache ich sehr gerne und ich kann es mir absolut nicht vorstellen, also das eine und das andere, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen aus, sag ich mal, ich habe Angst vor diesen Darmviren. Also Monika, wir müssen noch gar nicht reden. Ich weiß überhaupt nicht mehr weiter. Ich finde den Fall sonnenklar. Du bist eine erfahrene Frau von 50 Jahren, die über ihre Sexualität wahrscheinlich schon sehr viel nachgedacht hat und viele Erfahrungen gesammelt hat. Ich habe auch einen schwulen Freund, den ich extra noch befragt habe. Was mache ich bloß? Nein. Diesen Mann behalten. Ja, aber ich finde, wenn du sagst, ich habe da keine Lust drauf, es macht mich nicht an, musst du das auch nicht erzwingen. Und ich finde wiederum, wenn dein Mann, dein Freund dich wirklich sehr liebt, wird er darauf nur wirklich auch verzichten können? Und offensichtlich scheint das ja auch nicht so die Obsession schlechthin für ihn zu sein. Sondern, ja, dann frag ihn, rede. Aber wenn jemand was getrunken hat und sich dann Sachen traut, die er sich sonst nicht traut, dann ist doch da irgendwo ein mächtiger Wunsch hinter. Ja, kann ja sein, dass es ihm eine gewisse Freude macht, dass er scharf drauf ist. Aber man muss ja nicht alles machen, was einem Freude macht. Zur Sexualität, zur Liebe gehören ja nun immer zwei Leute. Und das heißt immer, man muss eine Ebene, einen Kompromiss finden. Ja. Und ich finde, dass du völlig im grünen Bereich dich bewegst und dass du völlig im Recht bist und dass du dir da überhaupt keine Gedanken machen musst. Rede nochmal klarer mit ihm. Sag ihm ganz einfach, erzähl ihm vielleicht auch ein bisschen was von früher. Ja, aber vielleicht habe ich auch unbegründete Ängste. Also meine größte Angst ist halt eben auch diese Darmviren. Und aber weißt du, wenn du das schon alles so hast, da ist doch alles mit Erregung und Sexualität fällt doch alles in sich zusammen. Ja, aber man kann ja auch etwas zulassen, was, sag ich mal, was ich nicht unbedingt umwerfend finde, aber was ich vielleicht nicht über mich ergehen, das hört sich blöd an. Ja, aber so wäre es. Genau so wäre es. Und ich finde, dass gerade in der Sexualität muss das stimmig sein. Da gibt's viel zu viele schlimme Beispiele, wo der eine Partner dem anderen zuliebe dann irgendwas macht und innerlich denkt er, mein Gott, wär's doch längst vorbei. Es ist letztendlich grauselig und man ist innerlich verkrampft. Nein, mach es nicht. Erklär's ihm nochmal, dass es nicht dein Ding ist. Ja. Und du musst ja auch nicht in deiner tiefen Psychologie, in der Tiefe psychologisieren, warum du genau da nun keine Lust drauf hast. Ich finde, du hast ja so viele Beispiele gebracht, die mir beweisen, dass du da einfach auf alles andere wirst, aber ich sag's jetzt mal ganz platt, aber nicht geil. Ganz oder gar nicht. Bei mir ist immer, entweder liebe ich ganz oder gar nicht. Und warum, Aber du musst doch irgendwelche Grenzen für dich sehen. Stell dir mal vor, nehmen wir mal ein heftiges Beispiel. Dieser Mann würde darauf stehen, sein großes Geschäft auf dir zu verrichten. Nein. Das gibt es. Absolut so. Ja, ich weiß, dass es das gibt. Aber ja, so. Da würdest du auch sagen, nein, das will ich nicht, das mag ich nicht. Richtig. So, das ist jetzt ein heftiges und krasses Beispiel, aber ich bringe das einfach mal, um das zu verdeutlichen. Jetzt sagst du, diesen Bereich, das ist auch nicht mein Ding. Da ist es doch okay. Ich würde aber gerne mal mit deinem Freund sprechen, ob du dir da vielleicht viel zu viel Gedanken machst und er würde vielleicht sagen, mein Gott, wenn sie es nicht will, Glück hängt nicht dran. Ganz am Anfang habe ich gedacht, dass er vielleicht schwul ist. Ich weiß es nicht. Nein, ach, es gibt da genügend heterosexuelle Männer, die nur auch auf diese Praxis stehen. Das ist ja nun, weiß Gott, nicht eine homosexuelle Praxis. Mir, warum steht ein Mann auf sowas? Wahrscheinlich doch nur, weil es enger ist. Und ich hab mir Gedanken gemacht, es gibt für mich zwei Möglichkeiten. Entweder versuche ich es und versuche meine Ängste abzubauen, oder aber, es ist nicht unbedingt auf meinem Mist gewachsen, aber ich habe das irgendwo mal gehört und dass ich mich enger nähen lasse. Wie bitte? Ja. Es wird ja immer schöner. Wie bitte? Ja, ich würde das machen für ihn. Du willst deine Scheide? Du willst immer mehr. Ja, ich habe zwei Kinder bekommen. Ich bin bei meiner Frauenärztin gewesen. Ich habe sie gefragt, ob ich weiter bin als andere Frauen, die keine Kinder gekriegt haben. Und sie meinte, nein. Und sie hätte auch
Probleme mit Instrumenten nämlich einzudringen. Also sie meint, das wäre ganz normal alles, aber so. Ich weiß es nicht. So. Ich bin kein Mann, ja. Ich habe keine Ahnung. Monika, jetzt irgendwas mal. Muss ein Mann ja antören, um das zu machen, oder? Ja, aber ich finde, jetzt schießt du aber weit über das Ziel hinaus. Also wenn du schon in so einen Bereich denkst, dass du dir so etwas antun möchtest, wo auch noch deine Frauenärztin sagt, das ist alles im normalen Bereich. Mensch, Monika, komm mal auf den Boden zurück. Ich liebe ihn nicht. Ja, ich kann ihn behalten. Ja, aber du sollst nicht alles für ihn tun. Aber da müssen doch... Ich habe so viele schlimme Sachen hinter mir und so einen Mann wie ihn habe ich noch nie gehabt. Ja, das glaube ich auch nicht. Ich freue mich auch für dich und das sei dir auch wirklich gegönnt. Aber wenn das wirklich eine begründete, tiefe Liebe von seiner Seite aus ist, wird der die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn der sowas hört. Kannst du ihm nicht mal sagen, dass ich gerne mit ihm sprechen würde? Du? Ja, ich. Aber er ist nicht hier, weil wir leben noch nicht zusammen. Na gut, aber das könnten wir ja vielleicht übermorgen machen oder so. Also ich finde, das wäre die allerbeste Möglichkeit, Klärung in die Sache zu bringen. Ich weiß nicht, ob er das überhaupt verstehen würde, dass ich mich an dich wende, aber ich meine, ich habe mehrmals versucht mit der Frauenärztin zu reden, das hat schon nicht hingehauen. Und ich habe, wie gesagt, mich an diesen schwulen Bekannten da gewandt, ich möchte einfach, das Problem ist, nach einem Jahr Trennung von dieser Ex-Frau oder Ex-Freundin von ihm, die hat sich wieder gemeldet und du wirst jetzt alles tun, um ihn zu behalten, aber das ist der falsche Weg. Nur durch Unterwürfigkeit gewinnt man keine Liebe. Das stimmt. Das darfst du nicht machen. Sei eine selbstbewusste Frau, die ihn liebt. Du kannst ihn ja auch mit Haut und Haaren lieben. Wir aber machen du auch so viele Sachen, die unheimlich schön sind. Aber Und was diese Analgeschichte anbelangt, dann erklärst ihm nochmal und dann ist das erstmal vom Tisch und das andere lässt es schön bleiben. Mensch, Monika. Aber ich meine, siehst du da nicht drin, dass das, sag ich mal, etwas ist, was mich vielleicht aus der Kindheit verblendet? Also warum sollte man intolerant sein? Aber ich habe... Mir gefällt der Begriff Intoleranz gar nicht in diesem Zusammenhang. Warum? Weil ich finde, das hat mit Toleranz überhaupt nichts zu tun. Wenn man darauf... Jeder von uns hat besondere Vorlieben im Bereich Sexualität. Ja, aber auch Vorgeschichten, ne? Ja, natürlich auch Vorgeschichten. Aber wenn ich jetzt jede Unlust, die ich habe, tiefenpsychologisch herumfummeln soll, warum das vielleicht so ist, wo kommen wir denn da hin? Ja. Ich meine, du bist doch, ich sage es nochmal, eine selbstbewusste, erfahrene Frau. Lebe es so, wie du es gerne möchtest und sprich nochmal mit ihm. So, und jetzt läuft mir die Zeit weg. Ja, nein. Liebe Monika, jetzt möchte ich aber auch nochmal, dass du doch auch nochmal einen Satz mit einer Frau darüber redest. Nämlich mit meiner Psychologin, mit der Anja, die das Gespräch mitgehört hat. Ja. Ich glaube, das hat dann noch ein anderes Gewicht dann. Okay. Ja? Ich danke dir. Also, ich habe ganz klar meine Meinung gesagt. Ja. Liebe Monika, alles Gute und viel Glück mit und in dieser Liebe, die du da hast. Ja, ciao. Wir melden uns gleich. Tschüss. Okay, tschüss. Hier ist Marc. Marc ist 20. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hi, Domian. Hallo, Marc. Und zwar habe ich das Problem, vor 4 Jahren circa war ich mit meiner Freundin zusammen. Da war ich gerade mal 16, ich war da noch ziemlich jung. Mhm. Wir wollten zusammen damals auch zusammenziehen. Das war alles so eine Sache hin und her wegen meinem Vater, sie hat meine Familie vollgesponnen und all sowas. Ich habe ihre Eltern auch in der Zeit, wo wir zusammen waren, die 1,5 Jahre, habe ich ihre Eltern nie gekannt oder so. Ich habe da auch nie irgendwas mitbekommen. Wie alt ist sie? Ist sie so alt oder war sie? Ist sie so alt wie du? Ja, genau. Sie ist in demselben Alter wie ich und sie hat auch bei mir gelebt und alles. Und wir wollten halt auch zusammenziehen und ein Kind halt bekommen. Das war alles schon geplant. Mit 16 habt ihr euch das schon alles so ausgedacht? Ja, das haben wir uns so ausgedacht. Ist ja ein bisschen krass, ne? Ja, schon. Mhm. Aber ich habe diese Frau ziemlich geliebt und ich liebe sie heute noch. Also ich hänge da immer noch die Gedanken, dass... Wie ist denn der Stand der Dinge heute? Seid ihr noch zusammen? Nee, der Stand der Dinge ist so, wir sind jetzt circa 3,5 Jahre, also 3 Jahre sind wir jetzt auseinander. 3 Jahre? Ja, 3 Jahre. Mhm. Und sie hat mich in dem Zeitpunkt verlassen, wo sie halt schwanger war. Mhm. Und hat auch nicht gesagt, wo sie hingeht oder sonst irgendwas. Nur kurz danach kamen dann die Eltern zu mir, weil wir dann die Post zurückgeschickt haben. Mhm. Weil sie ja nun nicht mehr bei mir lebte. Und das ging dann an die alte Adresse. Dann kamen die Eltern zu mir und haben mich dann erstmal gefragt, ob sie noch bei mir leben würde. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nein, sie hat mich verlassen. Und dann ein halbes Jahr später haben sich die Eltern nochmal bei mir telefonisch gemeldet. Mhm. Haben mir dann erzählt, dass sie halt hier noch in Lübeck ist. Mhm. Die dürfen mir aber nicht ihre Handynummer geben,
Warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht. Mhm. Ich habe auch schon Forschung angestellt, dass ich sie irgendwie mal erreicht kriege. Also sie hat ein Kind damals bekommen, das ist euer Kind. Ja. Das Dieses Kind hast du nie gesehen. Das habe ich nie gesehen, ich weiß keinen Namen davon. Und du hast in diesen 3 Jahren, was ja eine lange Zeit ist, ist sie dir auch, Lübeck ist ja nun nicht gerade eine Riesenstadt, sie ist dir auch nie irgendwo über den Weg gelaufen. Nee, gar nicht. Ich gar nichts. Ich habe sie nie gesehen. Also ein Freund von mir hat sie damals nur gesehen, wo sie halt schwanger war. Da war sie irgendwie mal in der Stadt, da hat er sie gesehen. Ja. Und wie gesagt, ich stehe halt seit den letzten Jahren, stehe ich halt jeden Tag mit dem Gedanken auf, wie lebt meine Tochter, wie sieht sie aus, überhaupt mal irgendwas zu erfahren von ihr. Also du weißt, dass es ein Mädchen ist. Das weiß ich. Das weißt du. Mhm. Und es gibt sonst überhaupt keine Möglichkeiten, über irgendwen gemeinsame alte Bekannte oder so ich kenne ja auch keine Freundinnen von ihr oder so, überhaupt nicht, gar nichts. Ich habe zwar noch die Nummer von den Eltern, nur die geben mir halt auch keine Auskunft, weil sie halt nicht viel wissen von ihr. Ne? Ja. Sie hat damals viel gelogen, deswegen ist das auch auseinandergegangen. Das wollte ich gerade fragen, warum ist es damals auseinandergegangen? Ja, wir hatten uns auch öfters gezofft, deswegen, weil sie mich belogen hat. Und ich bin jedes Mal dahinter gekommen, weil mein Vater hat mal so Nachforschung angestellt über Internet, wo sie eigentlich vorher gelebt hat. Mhm. Und das war eigentlich in Ratzeburg und nicht in Lübeck. Mhm. Und da fing das dann schon alles so an, ne? Dass sie auch meine Eltern vollgesponnen hat damals. Mhm. Sie wohnte dann, das habe ich richtig verstanden, mit bei dir im Haus deiner Eltern? Ja, das war bei meinem Vater. Also mein Vater hat ein eigenes Haus gehabt. Mhm. Ich hatte das oben für mich und mein Vater hat dann unten gelebt. Ne? Mhm. Mhm. Und da hat sie dann oben... Hast du dich dann von ihr getrennt oder sie sich von dir? Also wir waren uns eigentlich ziemlich einig, dass das so mit den Lügen nicht weitergeht. Mhm. Ich war mir damals auch noch nicht wirklich sicher, ob sie jetzt wirklich schwanger ist oder nicht. Sie hätte aber die Möglichkeit, wenn sie würde wollen, sie könnte zu jeder Zeit zu dir Kontakt aufnehmen. Ja, das ist jetzt so ein Problem. Ich bin seit 1,5 Jahren wohne ich nicht mehr zu Hause. Aber dein Vater wohnt noch da. Mein Vater wohnt noch da, also sie könnte Kontakt zu mir irgendwie aufbauen. Ja, das könnte sie. Sie könnte da hinfahren und sagen, hier ist die Telefonnummer, ich bin da und da erreichbar. Nur ich habe jedes Mal diesen doofen Gedanken. Ich habe schon gedacht, dass ich irgendwie in eine Talkshow mich melde, weil die machen ja auch Tests und sowas, Vaterschaftstests, ob ich nun wirklich der Vater bin, weil die Eltern haben mich ja angerufen und gesagt, von wegen, ich solle mich nicht wundern, wenn ich Post kriege, ob ich halt der Vater bin oder nicht. Ne? Naja, erstmal ist ja die Frage, nicht ob du der Vater bist, sondern erstmal ist die Frage, ob du das Mädchen überhaupt findest. Ja, ja, klar. Vorher kannst du dich darum auch gar nicht kümmern. Ich meine, entscheidend ist ja leider, dass sie offensichtlich den Kontakt nicht will zu dir. Mhm. Und das schon seit 3 Jahren, das ist ja sehr lang. Ja. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wie man da, du hast ja gar keine rechtliche Handhabe, du hast ja gar nichts. Nee, gar nichts. Du bist nur auf den guten Willen von ihr angewiesen. Mhm. Und der einzige Kontaktpunkt wären, wenn überhaupt, die Eltern, ne? Ja, das stimmt, ja. Aber ich selber kann da irgendwie so gar nicht anrufen. Ich traue mich das auch nicht so wirklich. Ne? Also ich habe da echt Bammel so ein bisschen vor. Ne? Weißt du, wo die wohnen? Ja, das weiß ich. Bist du ein, kannst du, fällt es dir schwer, einen Brief zu schreiben? Ja, auf jeden Fall. Also hast du vielleicht einen Freund oder so, der da ein bisschen... Ja, mein Freund, der sagte auch schon, ich würde mich da ein bisschen für dich mit einsteigern. Weißt du, ich überlege nämlich gerade, wenn du da Angst hast anzurufen, und vielleicht ist das ja auch gar nicht so gut, dann könntest du ja zumindest mal so deine Meinung und vielleicht auch dein Herz mal in einen Brief schreiben, wie es dir so zumute ist, und diesen Brief bei den Eltern abgeben mit der Bitte, den weiterzureichen an das Mädel. Ich weiß nicht, ob das was nutzt, aber du hättest auch das Gefühl, was getan zu haben, was unternommen zu haben. Ja, klar. Vielleicht, wer weiß es, in Jahren ändern die Menschen auch ist sie jetzt auch ganz anders drauf, und wenn sie liest, dass du interessiert bist an zumindest auch an deinem Kind und würdest dich ja um das Kind kümmern wollen und so weiter. Vielleicht berührt sie das ja dann auch und sie nimmt Kontakt zu dir auf. Ja, klar. Also wenn du dann... Also es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, so. Falsch machen kannst du nichts damit. Nee, auf jeden Fall nicht. Und wenn du einen guten Kumpel hast, mit dem, der dir vielleicht bei dem Briefschreiben ein bisschen hilft und das ganz schön formuliert, fände ich auf jeden Fall nicht schlecht. Du bist interessiert an deinem Kind?
Auf jeden Fall. Ja. So es dein Kind ist, aber sie hat ja damals mit niemand anderem irgendwas. Nee, gar nicht. Sie war ja auch sonst so gar nicht außer Haus oder so. Ich war ja der Einzige, der damals schon Zeitarbeitsfirma, also ich war arbeiten und so. Ja. Würdest du denn heute auch noch Interesse an ihr haben? Ja, das auch, auf jeden Fall. Das auch. Sie fehlt mir schon so irgendwie. Ich denke auch jedes Mal daran. Wobei, das ist natürlich auch schwierig. Auch da sind drei. Wir sind ja halt nicht im Streit auseinandergegangen. Mhm. Es waren halt nur diese Probleme, so, worauf ich sie angesprochen habe. Und sie selber war nie so eine, die das ausdiskutiert hat mit mir. Ne? Also aber pass mal auf, ich gehe mal davon aus, dass sie zumindest nicht so ein großes Interesse an dir hat, sonst hätte sie sich gemeldet. Dann würde ich den Schwerpunkt in dem Brief schon darauf hinlegen, dass du Kontakt mit deinem Kind gerne hättest. Mhm. Damit du sie nicht zu sehr überfährst. Ja. Ich würde jetzt keine großen Liebeserklärungen reinschreiben. Mhm. Vielleicht ist sie auf einem ganz anderen Dampfer im Moment und irgendwie in einer Beziehung oder so. Ja, ist sie auch. Das weiß ich auch, dass sie einen neuen hat. Woher weißt du das? Das haben mir die Eltern ja damals schon erzählt. Okay, also ist dieses Thema komplett tabu. Mhm. Wenn, dann geht es nur darum, dass du dich um dein Kind kümmern möchtest und Kontakt hast. Versuch's doch mal so, Marc. Ich wüsste sonst keine andere Möglichkeit, wie du den Fall jetzt geschildert hast. Ja. Trotzdem vielen Dank, Domian. Ja, alles Gute, Marc. Toi, toi, toi. Ja, danke. Ne? Schönen Abend. Dankeschön, tschüss. So, ihr Lieben, morgen. Morgen ist Donnerstag. Morgen haben wir eine Themennacht und morgen heißt unser Thema Schlaflose Nächte. Schlaflose Nächte. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die extreme Schlafprobleme haben. Mit Leuten, die aus gesundheitlichen Gründen nachts wach sind. Dann mit Leuten, die vielleicht nachts das schlechte Gewissen plagt und deshalb nicht schlafen können. Oder die Nacht zum Tage machen, warum und wie auch immer. Oder auch mit Leuten, die nachts ein Doppelleben führen. Also schlaflose Nächte. Das ist unser Thema morgen. Wenn ihr euch gerne anmelden möchtet, per E-Mail geht es rund um die Uhr. Oder wenn ihr morgen anruft, ab 0 Uhr sind wir erreichbar. Und jetzt geht es weiter mit Nick. 32, guten Morgen. Guten Morgen. Das ist ein Mann. Ja. Ja. Hallo Nick, um was geht's bei dir? Ja, mich hat das gestern Abend ein bisschen schockiert, die Anruferin, wo gemeint hat vom Telefonsex, dass sie wegen einem pädophilen Anrufer ihren Job hingeschmissen hat. Ja, gestern hatten wir, ich erzähl's vielleicht gerade, eine Frau, die Telefonsex-Anbieterin war. Und die einen Kunden hatte, der ja seine pädophilen Fantasien äußerte. Und darauf, das hat sie so geschockiert, dass sie daraufhin ihren Job hingeworfen hat, ja. Hm. Ja, und ich habe halt sowas auch schon mal gemacht. Was hast du gemacht? Also so ein Anruf bei so einer Hotline. Ja. Und ich finde es eigentlich nicht so schlimm. Was hast du denn da gemacht? Ja, ich habe auch gesagt, dass ich mir wünschen würde, sie würde sich vorstellen, sie wäre eine 14-Jährige oder so. Mhm. Hast du denn real so im Leben auch solche Fantasien? Ja, nicht so direkt, also. Was heißt das? Also ich habe es noch nicht real ausgelebt, sagen wir mal so. Du sagst noch nicht. Gibt es da einen Wunsch? Den gibt es schon, ja, manchmal. Ja. Guckst du dir Bilder an mit ganz jungen Menschen? Ja, auch. Mhm. Aber solange man es nicht auslebt, finde ich das eigentlich nicht. Du weißt, dass es strafbar ist, ne? Ist dir klar? Ja. Mhm. Wie hat denn die Frau am Telefon reagiert, als du ihr das gesagt hast? Ich war schockiert und nicht aufgelegt. Der hat schockiert und hat aufgelegt. Mhm. Du bist 32 Jahre alt. Wie lebst du? Ich lebe alleine. Ja. Hattest du schon mal eine Beziehung? Ja. Wie alt war die Frau? Ein paar Jahre jünger wie ich. Ja. Und wie lange hat die Beziehung gedauert? 6 Jahre. 6 Jahre. Mhm. Seit wann bemerkst du denn an dir diese Neigung, dass du auf sehr junge Frauen oder auch Mädchen eben stehst? Jahren, aber so genau kann ich es nicht festlegen. Was sind das für Fantasien? Sind die Mädels in der Fantasie 14 oder auch 12? Naja, so 14. Auch noch jünger? Nee, jünger was.
Aber 14 schon. Ja. Das sind ja Kinder noch. Ja, eigentlich schon. Mhm. Wie siehst du das an dir, dass du solche Fantasien und offensichtlich solche Neigungen hast? Wie ich das sehe, wie du es meinst, genau. Wie beurteilst du das? Findest du das normal und okay oder hast du quasi ein bisschen Angst vor dir selbst? Angst würde ich es nicht nennen, aber ich merke schon, dass es nicht ganz normal ist. Mhm. Also Nick, weißt du, dass ich jetzt ganz, ganz intensiv an dich appellieren möchte, dass du dich sehr schnell in psychotherapeutische Behandlung begibst. Mhm. Du hast am Anfang zu mir gesagt, dass schon eine Fantasie da ist, dass du das auch mal real ausleben möchtest. So ganz in der Ferne eine Fantasie. Ja. So, und das darf niemals passieren. Das darf niemals passieren. Du darfst als 32-jähriger Kerl keinen Sex mit einem Kind, mit einem 14-Jährigen haben, mit einer 14-Jährigen haben. Das ist absolut tabu. Das darf niemals passieren. Und du darfst ja auch nicht diesen ganzen Schund im Internet angucken. Das ist Kinderpornografie, die du da anschaust. Ja. Also damit unterstützt du etwas ganz Schlimmes. Nämlich, dass diese Kinder vor der Kamera missbraucht werden. Du bist ein Konsument von diesen Bildern, unterstützt das damit. Diese Kinder sind für ihr Leben geschädigt. Das darfst du nicht machen. Ja. Weiß jemand davon, dass du das tust? Ja, meine Freunde. Deine Freunde wissen das? Die finden es auch nicht so toll. Denen hast du das, also sogar mehreren Leuten hast du das erzählt? Ja. Hast du nicht Angst, dass die dich anzeigen? Nee, ich glaube, heute machen sie es nicht. Die finden das alle einstimmig schlecht oder gibt es da welche drunter, die auch so ein bisschen in die Richtung tendieren? Nee, die finden es einstimmig nicht so toll, aber sie würden nichts machen, also nicht mich anzeigen oder so. Also, ich finde es gut, dass du dich hier gemeldet hast. Und der nächste Schritt wird sein, dass du gleich sehr intensiv mit meiner Psychologin sprichst. Und ich appelliere noch einmal an dich, dass du dann wirklich auch ganz, ganz zeitnah an unser heutiges Gespräch Schritte einleitest. Ich finde, dass du das behandeln lassen musst. Ich finde, dass du mit Hilfe eines Therapeuten wegkommen musst von all diesen Fantasien. Wow. Denn du wirst mit diesen Fantasien nur Unheil stiften und anrichten. Ja. Du liest, so wie wir alle, Zeitungen. Mach ich, ja. Und weißt, was für schlimme, schlimme, schlimme Dinge in diesem Bereich passieren. Ja? Ja. So, Nick. Ich hoffe nur, dass ich nicht durch den Anruf bei euch Ärger krieg. Jetzt wirst du erstmal auflegen. Ja. Und dann rufen wir dich zurück und alles Weitere wird im Hintergrund hier geregelt und besprochen. Okay? Okay. Okay, so machen wir es. Also. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. So, und weiter geht es hier mit Uta. Und Uta ist 59 Jahre alt. Guten Morgen, Uta. Guten Morgen, Domian. Ja, mein Problem ist, meine Tochter wird bald sterben. Vor einem Jahr habe ich meine Mutter beerdigt, die ist an Leberkrebs gestorben. Ganz jämmerlich. Und jetzt ist gerade fast auf dem Tag. Also vor 7 Wochen haben wir erfahren, dass meine Tochter Krebs hat. Wie alt ist deine Tochter? 40 Jahre alt. 40 Jahre erst alt. Was für einen Krebs hat sie? Ja, das ist die große Frage. Das haben die nicht rausgekriegt. Die haben den Primärtumor nicht gefunden. Aber sie hat Metastasen in der Leber, in den Lymphdrüsen, in den Bronchien und in der Wirbelsäule. Das klingt sehr, 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 sehr ernst. Das ist sehr, sehr ernst. Ja. Sie haben gesprochen von noch ein paar Wochen. Bitte? Sie haben die Ärzte, die haben 4 Ärzte haben ihr das. Ach, richtig. Ja, sie hat nur noch ein paar Wochen zu leben. Das,
Das haben die Ärzte so gesagt? So gesagt, ja. Und daraufhin habe ich meinen Hausarzt, habe ich zu ihm gesagt, ob er mal in Göttingen anrufen kann und dass er sich das mal erklären lässt, damit er mir das mal mit Worten erklärt, die ich auch verstehe. Ja, dann kam der auch gleich zu mir hier nach Hause und ja, die Kinder waren dann auch dabei und dann wollte ich die Kinder noch rausschicken. Er sagt dann, nee, lass die Kinder mal hier, die müssen jetzt ganz schnell erwachsen werden, die Mama lebt nur noch ein paar Wochen. Das hat der Hausarzt dann auch so gesagt? Ja. Das heißt, es ist so fortgeschritten, dass man überhaupt nichts mehr machen kann? Man kann gar nichts mehr machen, das ist an zu vielen Stellen und die finden, also so wie sie mir erzählt haben, die finden den Primärtumor nicht. Mhm. Und wenn sie den Primärtumor hätten, dann könnten sie es mit Stammzellen behandeln. Mhm. Aber da die nicht rauskriegen, welcher, also an welcher Stelle, die hat ja an vier Stellen. Mhm. Der Krebs sitzt, da konnten sie den Primär, also keine Stammzellen nehmen. Mhm. Hat deine Tochter denn vorher irgendwelche Beschwerden gehabt? Nichts. Gar nichts. Also es ging, das war, also an Ostern haben wir einen Teich ausgehoben und da wurde sie so gestochen von so Viecher. Mhm. Und ein paar Tage später hat sie so dicke Beine gekriegt. Mhm. Unten die Fesseln waren so dick. Und dann sagt Isabelle, das ist nicht normal, du musst mal zum Arzt. Und dann ist sie auch zum Arzt gegangen, ja, da ist nichts. Weil wir hatten erst gedacht, das wäre vielleicht doch Borreliose oder so. Mhm. War nicht. Und dann, ja, dann war noch bei ihr, die ist allein steht, also die schien mit den Kindern und die hatte gerade da lief gerade ihr Arbeitsvertrag aus. Mhm. Und da hat sie so gehofft, dass sie den verlängert kriegt. Und bis 14 Tage vorher haben sie ihr dann den verlängert. Da war die da aber krank geschrieben. Mhm. Nun wurde der Vertrag doch verlängert. Und es ging ihr jeden Tag schlechter. Und also, sie hat sich dann gesund schreiben lassen und ist donnerstags morgens arbeiten gegangen, den ersten Tag. Und nachmittags, wie sie nach Hause kam, die konnte nicht mehr sprechen. Die hat gehustet immer, aber so komisch hustet und keine Luft gekriegt. Mhm. Absolut. Dann hat sie nur gesagt, Mama, ich leg mich hin. Also ging es dann irgendwie ganz schnell, die Symptome, dass sie gemerkt hat, dass es ihr so schlecht geht? Ja, denn letztendlich war es so, dass ich dann hier unten in meiner Wohnung war und habe dann angerufen, Omi, gesagt, ich schickte den Doktor, der wollte sie erst nicht. Und dann hat sie dann doch eingewilligt. Mein Doktor, der ist hochgefahren zu ihr und hat dann sofort hier bei mir angerufen, Uta, du musst sofort kommen, die Isabel muss ins Krankenhaus. Ja. Dann habe ich meine Tochter nach Bad Pyrmont ins Krankenhaus gebracht, sofort in die Intensivstation. Und da haben sie dann festgestellt, dass sie 1500 Milliliter Wasser in der Lunge hatte und 500 Milliliter um den Herzbeutel. Was ist denn im Moment, ist deine Tochter in einer Klinik? Nee, im Moment, nee, jetzt ist sie ja schon wieder zu Hause. Jetzt ist sie zu Hause. Und ja, wie ist ihr Zustand im Moment? Ja, sie kann jetzt wieder sprechen, sie kann auch wieder laufen und sie kann auch so ein bisschen was machen, aber wie gesagt, alles ganz, ganz langsam. Hat sie Schmerzen? Naja, nee, nicht direkt, weil sie steht ja unter Morphium. Ja, ja. Weiß sie? Sie hat schon die siebte Chemotherapie gekriegt. Achso, das hat man dann doch, das hat man eingeleitet, das hat man gemacht. Haben sie Chemotherapie, ja, aber so eine, ja, wie gesagt, das ist ja so eine Allgemeinchemo ist das, weil sie können nicht die gezielt behandeln, ich verstehe, weil sie ja. Stammzellen haben. Weiß deine Tochter um den Ernst der Lage? Ja. 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 Und sie hat auch Kinder? Und sie hat Kinder. Wie alt sind die Kinder? 11 und knapp 15 Jahre alt. Und die Kinder waren dabei, als euer Hausarzt das dir dann gesagt hat? Ja. Wie haben denn die Kinder das verarbeitet oder aufgenommen? Die Große, die Kinder waren geschockt, ich war ja selber geschockt. Mhm. Die Große, die geht damit um, ja, wie soll ich sagen, sie weiß es, aber sie versucht normale, jetzt ist ja die Mama zu Hause. Ich glaube, das kann man auch selbst in dem Alter auch gar nicht richtig realisieren und glauben. Nein, nein, aber die Kleine, das ist das größte Problem, die Kleine, die ist 11 Jahre alt, die ist so aggressiv, die bewacht meine Tochter, die lässt keinen an meine Tochter ran. Und meine Tochter, die hängt auch sehr an der Kleinen. Die Große hat schon einen Freund, die kann da auch so ein bisschen sich da Trost holen und sieht ein bisschen anders aus. Aber mit der Kleinen und mit der Kleinen, ich komme mit dem Kind einfach nicht mehr zurecht. Was ist mit dem Vater der Kinder?
meine Tochter ist geschieden. Die ist geschieden. Und er lebt in einer neuen Beziehung. Ja. Und das war ja das Erste, was meine Tochter mir gesagt hat, wo sie erfahren hat an dem Morgen, als sie angerufen, Mama, ich habe Krebs. Also man kann sich nicht vorstellen, wie der Boden, der wird einem ja unter den Füßen weggerissen. Mhm. Und dann bin ich in die Falle und dann sitzt sie im Bett und guckte mich nur groß an. Ich habe die nur ein einziges Mal weinen gesehen. Mhm. Und da hat sie nur gesagt, Mama, du musst meine Kinder großziehen. Mhm. Ich sollte mit dem Jugendamt mich in Verbindung setzen, was ich dann auch gemacht habe. Das ist natürlich eine unfassbar bedrückende und traurige Situation. Unfassbar. Vor fast, also am 14. Das zudem, du hast schon schon deine ganze Energie wahrscheinlich aufgebraucht und jetzt brauchst du die Energie für deine Tochter. Ja, und ich bin selber ja nicht so sehr gesund. Ich stehe vor einem Berg und weiß nicht. Mhm. Bist du noch in einer Beziehung? Nein. Du bist auch alleine. Schon 12 Jahre. Alleine. Mhm. Und wie gesagt. Das heißt, du bist jetzt auch der wichtigste Ansprechpartner für deine Tochter. Ja. Gibt es noch ein Kind? Wir haben. Nee, bitte? Nein. Nein. Sie ist das einzige Kind. Wir haben nur uns. Mhm. Hast du einen Menschen um dich sonst noch? Nee. Irgendeinen Bekannten, einen Freund, eine Freundin? Naja, Freundin. Die haben aber alle jetzt. Eine habe ich, aber wie gesagt, die meldet sich ganz selten bei mir, die haben Berührungsängste jetzt. Die haben Berührungsängste, ja. Also das ist auch kein... Wie mit mir umgehen soll, ich weiß nicht, wie ich mit denen umgehe. Verstehe, das heißt im Klartext, du stehst im Prinzip alleine da. Ganz alleine. In dieser ganzen traurigen Situation. Ach, ja. Mhm. Und musst stark sein für den Enkeln gegenüber, du musst stark sein deiner Tochter gegenüber. Ja. Und das ist natürlich eine Aufgabe, die einen... den stärksten Menschen umschlagen kann. Ich sitze hier und weiß nicht mehr weiter. Schlaflose Nächte, dein Thema von morgen. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das Wichtigste... Da kommen ja noch so viele, wenn das jetzt wirklich... Also der danke, dass meine Tochter mal nicht mehr da ist. Die war immer für mich da, ich war immer für sie da. Wir waren uns immer... Ich glaube sowieso, dass das eines der schlimmsten Dinge ist, wenn Eltern... Wenn die Mutter ihr Kind hingeben muss. Ja. Ja, das glaube ich. Und dann... Lass uns mal versuchen, Moment. Wichtig ist natürlich, dass du jetzt, wenn es wirklich nur noch wenige Wochen sein sollten, was wir nicht hoffen, dass du deiner Tochter wirklich... Mit voller Kraft beistehen kannst. Natürlich. So, dafür brauchst du aber wiederum eine Kraftquelle. Ja. Und es ist niemand da. Jetzt müssen wir gemeinsam überlegen, das werden wir jetzt gleich im Hintergrund machen, dass du in deinem Ort oder in der Stadt, in der du lebst. Ach, ganz kleiner Ort. Ein kleiner Ort. Egal. Wir werden gleich mal drüber nachdenken, im Hintergrund mit meiner Psychologin zusammen. Ob wir da jemanden finden, ob wir da irgendwas organisieren können, der dir beisteht. Denn das ist, glaube ich, das A und O im Moment. Würde ich mir so wünschen. Bist du in der Kirche engagiert? Nee. Nein. Nee. Mhm. Mein geschiedener Mann damals, der hat uns aus der Kirche abgemeldet. Mhm. Ja. Wenn du jetzt zu deiner Tochter gehst, oder ihr wohnt nah beieinander. Ja, 8 Kilometer sind wir auseinander. Ja. Wie ist das dann? Musst du dann viel weinen, wenn du bei ihr bist? Nee. Also, da bist du dann stark? Ja. Mhm. Muss ich ja sein. Mhm. Ich war fast zwei Monate mit den Kindern alleine. Also, naja, 6 Wochen waren es. Das finde ich auch. Wenn ich abends im kleinen Zimmer war, wenn ich geheult habe, dann jetzt heult die schon wieder, die Kleine, ist ja so aggressiv. Mhm. Und da habe ich gedacht, so, die muss mich zusammennehmen. Mhm. Wenn ich meine Tochter angucke, das ist so eine schöne junge Frau und du siehst ihr das nicht an. Und die hat so ein Lebenswild und wir wissen beide, dass es nicht mehr lange geht. Ich finde das ganz, ganz toll von dir, wenn du ihr gegenüber stark bist und nicht weinst. Aber andererseits finde ich es genauso wichtig, dass du auch weinen musst. Und dass du auch durchaus vor einem Menschen weinen solltest, wenn es dir danach ist, so wie im Moment. Das ist ja auch die normalste Gefühlsregung überhaupt in deiner Lage. Du brauchst Beistand, das ist es einfach. Du brauchst im Moment Beistand. Für all die Aufgaben, die auf dich zukommen. Es ist ja
es geht dann ja weiter und weiter. Kommt mir vor, ich stehe vor dem Berg und... Liebe Ute, jetzt überlegen wir mal im Hintergrund in Ruhe, ob irgendetwas zu arrangieren ist. Ich finde, es ist ganz wichtig und ganz dringend, dass jemand an deine Seite kommt, der dir hilft. Das ist ja lieb von dir, Domian. So, jetzt legst du auf und wir rufen dich gleich wieder an. Das heißt, die Anja ruft dich an. Okay. Von dieser Stelle aus wünsche ich deiner Tochter von ganzem Herzen ganz viel Kraft. Danke. Ganz viel Kraft. Und dir natürlich auch und alles erdenklich Gute. Danke, Domian. Wir melden uns gleich. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Hier ist Brigitte und Brigitte ist 44 Jahre alt. Hallo Brigitte. Hallo Domian. Brigitte, um was geht's? Ja, also ich bin seit etlichen Jahren mit einem Mann zusammen. Der schlägt mich. Der macht ständig Schluss. Und ich komme immer wie ein Hund zu ihm zurückgekrabbelt und bettel ihn an, bei mir zu bleiben, wieder zurückzukommen. Wie viele Jahre geht das schon so? Ja, fast 6,5, 7 Jahre. 6,5, 7 Jahre. War das von Anfang an so? Oder gab es auch gute Zeiten am Anfang? Ja, aber das waren die ersten 3, 4 Wochen vielleicht noch. Ach, weniger nicht? Nee, und dann fing das an noch. Wohnt ihr zusammen? Nee. Nee. Er schlägt dich, sagst du? Ja. Ich darf, also wenn ich irgendwie was frage oder was, dann meint er direkt, ich würde diskutieren und ich sollte meinen Mund halten und ich sag schon gar nichts mehr. Ne? Wenn er gewalttätig ist, was macht er dann mit dir? Ja, zieht mich an den Haaren, ich bin halt das Miststück und all so Sachen. Ne? Und schlägt dich auch ins Gesicht? Ja. Tritt dich auch? Ja. Der hat mir auch schon einmal Wasser über den Kopf gegossen, weil ich nicht schnell genug seine Wohnung verlassen habe. Warst du schon mal verletzt durch ihn? Ja. Was hattest du? Ein Riss im Trommelfell. Ein Riss im Trommelfell. Was hat er da gemacht? Er hat mich ins Gesicht geschlagen. Das Ohr so getroffen, dass ich einen Riss im Trommelfell hatte. Ich kann ohne den Mann nicht sein. Ich war etliche Jahre verheiratet. Hab eine erwachsene Tochter, die ihre Frau steht. Mir ist sowas noch nie passiert, ne? Du hast gerade gesagt, er macht immer wieder Schluss? Ja. Und dann bettelst du, dass er doch wieder kommen soll? Ja, ich warte dann immer ein bisschen ab und dann rufe ich an und bearbeite ihn und sage, komm doch bitte zu mir zurück und lass es uns nochmal versuchen. Jetzt könnte man natürlich so ganz rational argumentieren und sagen, was ist denn da mit Brigitte los? Wie kann sie sich so verhalten, wenn jemand ihr so Leid antut? Warum will sie bei diesem Mann bleiben? Ich vermute aber, wenn du das ja so schilderst, und das geht 6,5 Jahre so, dass das eine tiefe neurotische Störung bei dir ist. Dass das mit Liebe und so natürlich mit null was zu tun hat. Sondern dass das Problem in dir liegt, dass du nicht von ihm weg kannst. Warst du früher? Gab es da auch schon so Ansätze in deinem Verhalten, dass du eher so, ja, dich hast auch kränken lassen und trotzdem immer wieder zu der Person zurückgegangen bist? Nee, noch nie. Noch nie, das war ist mit diesem Mann das erste Mal? Ja. Gibt es eine Normalität auch noch zwischen euch, wie man so als Paar lebt? Macht ihr Dinge zusammen? Gibt es Sexualität? Ja, das ja, aber wie gesagt, es wurde immer weniger und weniger und er stellt da auf ganz komische Praktiken und die kann ich nicht mitmachen und ich habe ein Foto von ihm gefunden und ich sehe das Foto, ich finde es erschreckend schlimm, aber ich kann es dann, ich verdränge das dann, ich kann das dann nicht mehr realisieren. Ich will das einfach nicht wahrhaben. Darf ich fragen, was das ist? Mit Fäkalien. Aber da sagst du nein. Ja, sicher. Ja, aber das ist ja schon mal ein Erfolg, dass du das schaffst. Da sagst du definitiv nein, das gibt es nicht. Was passiert in deinen Gedanken, wenn du dir vorstellst, der ist weg? Ja, da krieg ich Beklemmungen, Angst,
Sind diese Beklemmungen und die Angst, ist die schlimmer als das, was er dir antut? Ja. Hm. Was machen diese Beklemmungen aus? Was macht diese Angst aus? Das kann ich eben, wie gesagt, nicht genau sagen. Die Angst vor dem Alleinsein? Ich weiß nicht, wenn Schluss war. Ich habe immer auch andere nette Männer kennengelernt, die viel für mich getan hätten. Aber ich könnte mit denen nie eine sexuelle Beziehung eingehen oder überhaupt eine Beziehung eingehen. Ne? Mit diesen anderen Männern? Ja, das ging gar nicht. Das kann ich nicht. Also wenn ein Mann sehr nett zu dir ist, könntest du mit dem keine sexuelle Beziehung eingehen? Habe ich das so verstanden? Ja, generell mit keinem anderen Mann. Ob der jetzt lieb ist oder... Ach so. Mhm. Ne? Mhm. Du hast eine Tochter, sagst du? Ja. Wie alt ist die? Die ist 25. Die ist 25. Die bekommt doch dieses Drama mit. Ja. Was sagt die zu dir? Die ist ziemlich hart und aggressiv. Was sagt sie? Sie kann das einfach nicht verstehen. Sie sagte, wenn mein Freund das mit mir machen würde, dann würde sie ihn sofort verlassen. Ja, also sie schimpft mit dir und ja, sie sagt... Ja, die ist ziemlich aggressiv und ziemlich hart. Ne? Mhm. Also die steht fest im Leben und... Mhm. Kriegen das sonst andere Leute noch mit? Ja, der redet ja auch nicht viel. Mhm. Der redet ja auch kaum mit mir. Mhm. Na? Also, so wie du ihn schilderst, ist das ein Monster dir gegenüber? Ja, der schreit mich vor seinen Arbeitskollegen an am Telefon, wo die das mitkriegen. Mhm. Ich weiß nicht, ob, wenn er mich erniedrigt, aber dann größer wird ich weiß nicht warum. Also über ihn müssen wir gar nicht mehr reden, dass er ein, dass sein Verhalten unter aller Sau ist, müssen wir nicht drüber reden, dass er einen Menschen so verletzt, so kaputt macht, wie er dich kaputt macht. Aber wir müssen über dich reden, über die Frage, warum lässt du das zu und warum schaffst du nicht, da rauszukommen? Wie viel Mal hast du es denn wirklich schon versucht? Hast du es überhaupt schon mal versucht? Ja, das waren mal 3-4 Monate, aber dann habe ich wieder angerufen. Ne? Aber es hat schon mal, du bist gegangen und hast ihn drei... Nein, ich bin noch nie gegangen, nee. Das meinte ich jetzt? Nee. Also wenn, dann ist er gegangen? Ja. Das heißt, du hast es noch kein einziges Mal versucht? Nee. Warum nicht? Ich kann es einfach nicht. Wie soll es weitergehen? Ich weiß es nicht. Ich bin auch ganz krank und der Arzt hat gesagt, wenn ich das weitermache, dann lebe ich nicht mehr lange. Was hast du für... meint er das im Seelischen, aufs Seelische bezogen oder hast du auch eine Erkrankung? Ich habe eine Erkrankung. Bitte? Ich habe eine Erkrankung. Welche Erkrankung ist das? Ein toxischer Leberschaden. Ein toxischer Leberschaden? Kann ich so nichts direkt mit anfangen? Ist das ist sehr schlimm? Ja. Wie bekommt man das? Ja, durch ihn bin ich, wie gesagt, weil er viel in Kneipen geht, haben wir viel Alkohol getrunken und dadurch bin ich eben da dran gekommen. Ne? Die Leber also praktisch fast kaputt. Ne? Den Anfang habe ich nicht verstanden, weil du viel in die Kneipen gegangen mit bist. Mit ihm zusammen. Er geht ja sonst nirgendwo hin. Das heißt, du gehst mit ihm aus und ihr sauft euch dann die Birne zu? Ja, so ähnlich, ja. Wollen wir es gleich klar ausdrücken? Ja. Das heißt, dieser Mann ist letztendlich auch noch dafür verantwortlich, dass du so krank bist? Tja. Ist dieser Mann es wert, dass du stirbst? Eigentlich nicht. Finde ich auch. Du bist mir gerade erst 44. Ist dieser Leberschaden so, dass man, wenn du dich jetzt ordentlich verhalten würdest und dich behandeln lassen würdest, dass man das in den Griff kriegt? Ja, dann ja. So. Aber es ist mittlerweile ja so, ich trinke ja trotzdem jetzt weiter. Ja, weil du verzweifelt. Weil ich mich damit beruhige, ne? Mhm. Das heißt, du hast du hast zwei Süchte. Die eine Sucht heißt dieser Mann und die andere Sucht, du bist auch noch alkoholkrank. Ich kann auch ohne, aber wie gesagt, im Moment, das ist... Im Moment kannst du nicht ohne. Nee. Hast du gerade auch getrunken, bevor du dir angerufen hast? Ja, zwei Flaschen Bier. Mensch, Brigitte, ich finde, das klingt absolut ernst und dramatisch, was du mir erzählst. Das ist jetzt nicht irgendein Liebesfirlefanz oder so. Hier geht es wirklich um Gesundheit und um Leben und Tod. Das heißt, so wie du mir das jetzt schilderst, gehst du vor die Hunde.
Wegen dieses Kerls. Hast du früher auch Alkohol viel getrunken? Nee. Mal wenn wir Besuch hatten, mal ein Glas Wein oder was. Aber da war ich schon... Wenn ich dein Sohn wäre oder deine Tochter wäre, ich glaube, ich würde platzen vor Wut. Ich würde dich da... Er würde dich ja raus mit Gewalt rausholen aus der Wohnung. Ja, das würde ich natürlich nicht machen, aber ich merke halt auch gerade, wie wütend mich das macht. Du musst es machen. Niemand kann dich da rausholen. Du musst es machen. Wenn du sterben willst, dann mach so weiter. Dann sauf dich zu und lass dich weiter von dem treten und schlagen. So, und dann finde dich damit ab. Oder tu was. Tu was. Und wenn du es alleine nicht schaffst, was ich verstehen kann, da du ziemlich fertig bist im Moment, dann hol dir Hilfe bei einem Psychologen, bei einem Psychiater, beim Arzt. Wir sind dir gleich gerne behilflich, die Adressen dir zu geben. Aber du musst es selbst in die Wege leiten. Du bist auch nicht berufstätig mehr. Nee, nicht mehr, nee. Warst du berufstätig? Ja. Hast du deinen Beruf durch ihn verloren? Nein, aber verschiedene Berufe danach. Was hast du gelernt? Was für einen Beruf hattest du? Ich war in einer Einzelhandelskauffrau. Einzelhandelskauffrau, Bist du finanziell von ihm auch abhängig heute? Nee, das nicht. Was würde er tun, wenn du gehst? Gar nichts, nehme ich mal an. Er wird gar nichts tun. Jetzt ist er sowieso Schluss und der tut gar nichts. Ich habe versucht, nochmal mit ihm zu sprechen, aber er sagte, jetzt fängst du schon wieder an zu diskutieren. Ah ja. Lass mich in Ruhe und... Okay, nehmen wir das doch mal als gute Fügung. Das heißt, du brauchst nicht mal die Kraft aufzuwenden, dich von ihm loszueisen. Der lässt dich sogar gehen, weil du dem scheißegal bist. Na, aber er sagt, er vermisst mich noch. Und Nein, der hat die Lust an der Macht, die er ausüben kann über dich. Glaubst du denn im Ernst das Wort Liebe? Ich verdränge das. Brigitte, das ist fast schon eine Sünde, sage ich mal, pathetisch, davon Liebe zu reden. Du bist seine Sklavin, der kann sich an dir ausleben, der kann all seine schlechten Eigenschaften dir ins Gesicht rotzen. Und du machst das mit. Ja, er sagt, ich wäre ein Hausdrache und ach, ich bin alles Mögliche. Er mir schon alles gesagt hat, das ist... So, also es muss was passieren. Es muss auch ganz schnell was passieren. Vor allen Dingen aufgrund dessen, weil deine Krankheit akut ist. Ja, normalerweise der Gamma-GT-Wert ist 40 und er liegt bei mir schon bei 870. Ich war im Februar auch im Krankenhaus deshalb. Und da hat er mich total fallen lassen, hat mich also nicht besucht. Er hätte angeblich kein Geld, da ins Krankenhaus zu kommen. Wir wollen gar nicht über diesen Mann mehr reden. Ja. Das ist völlig sinnlos, darüber zu reden. Wir müssen darüber reden, dass du schnell professionelle psychologische Hilfe kriegst. Weil du die Kraft allein nicht hast, davon wegzukommen. Ja. So, und einhergehen muss natürlich eine ordentliche medizinische Behandlung auch. Jetzt rufen wir dich zurück und du redest mit meiner Psychologin über all das, was eingefädelt werden muss jetzt. Gut. Ja? Ja, vielen Dank, Domian. Liebe Brigitte, alles Gute. Die Anja ruft dich gleich an. Okay, danke. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Gundel Blendin und wir sind morgen natürlich auch wieder da, um 1 Uhr, Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, mit unserem Thema schlaflose Nächte. Ich möchte gerne mit Menschen reden, die extreme Schlafprobleme haben, die vielleicht aus gesundheitlichen Gründen nachts nicht schlafen können oder die nachts vom schlechten Gewissen geplagt werden oder die die Nacht zum Tage machen oder die nachts ein Doppelleben führen. Ab 0 Uhr könnt ihr uns anrufen. Da sind wir hier erreichbar. Oder ihr mailt rund um die Uhr domian@wdr.de plus eure Telefonnummer. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage Tschüss, bis morgen.